habe nochmal überlegt, nachgedacht. Dieses D hier, das da unten, soll wohl ein B sein für DB-Datenbank. Aber ja, das muss noch an der Formatierung etwas gearbeitet werden hier in der Zeichnung. Was ich hiermit klar machen wollte, ist, dass andere klassischen Webbrowsen à la Berners-Lee aus den 90ern heutzutage die Seiten wesentlich interaktiver sind. Und zwar deshalb, weil kleine Programme auf der Klientenseite ausgeführt werden. Das waren diese JavaScript-Dinger, die wir uns hier schon mal angeschaut haben, wie sowas denn aussehen kann. Und insbesondere verwenden die Objekte, die im Browser implementiert sind. Also die Laufzeitumgebung, das Printf und all diese Sachen, die wir beim normalen C-Programmieren hinzulinken, indem wir das iOSys dran kleben, der Linker dran kleben lässt. Das wird hier angefügt oder nicht angefügt, das ist hier im Browser vorhanden und wird dynamisch aufgerufen, zum Beispiel hier an so einer Stelle oder hier. Zum Beispiel machen wir hier ein Fenster, window.open. Wir benutzen die Eigenschaft oder die Methode open für das Fenster und geben noch ein paar Eigenschaften hier mit. Die Eigenschaften kann man aber hier auch noch ändern. Dieser XML-HTTP-Request, um ein bisschen nochmal JavaScript anzuschauen, habe ich hier ein paar Zeilen aufgeschrieben. Das finden Sie auch in jedem Ajax-Buch. Ich hatte ja am Anfang im Literaturverzeichnis auch noch ein paar Ajax-Bücher angegeben. Da wird hier ein XML-HTTP, ja, hier wird er gemacht, hier gibt es noch ein bisschen Vorbereitung, hier wird er mal erzeugt und hier wird er befüllt. Was wir machen wollen, also der XML-HTTP-Request ist eine neue JavaScript-Klasse, die hat Microsoft, nicht die anderen, sondern Microsoft, ab dem Internet Explorer Version 5 hinzugefügt. Und das ist eigentlich ein Interface, um HTTP-Request abzuschicken. Warum da XML steht davor, vor dem XML, also da vor dem HTTP-Request, naja, da gibt's auch, wird auch trefflich drüber spekuliert im Internet, ist auch egal, steht halt jetzt mal da. Das kann man ohne Benutzerinteraktion, ohne dass Sie wirklich klicken, kann das JavaScript im Hintergrund machen, wenn es dann angesagt ist. Also Sie kontrollieren das nicht richtig explizit. Es passiert vielleicht als Reaktion auf das, was Sie da so tun, aber indirekt. Und vor allen Dingen geht es auch asynchron. Synchron heißt, wir müssen darauf warten, also abschicken, warten, Antwort entgegennehmen. Beim asynchronen abschicken, weitermachen, weiterarbeiten, irgendwie uns vergnügen und die Resultate der Response kommt dann irgendwann mal. Diese Klasse, der XML-HTTP-Request, der hat ein paar Eigenschaften, also so, naja, eigentlich sind das Felder in dem Record drin, in der Structure, die dafür steht, zum Beispiel der Ready State, der Status, on Ready State Change und Response Text. Und dann gibt es noch ein paar Methoden, also Funktionen, die darauf ausgeführt werden können, zum Beispiel das Open und das Send. Und das Open und das Send, das werden wir hier dann auch gleich noch benutzen. Aber erstmal müssen wir so ein Ding machen. Wir schreiben uns also eine JavaScript-Funktion, die nennen wir jetzt mal CreateXML-HTTP-Request. Naja, wenn Ihnen das zu viel Schreibarbeit ist, können Sie auch sagen
Create XHR oder so etwas Ähnliches, um es abzukürzen. Den Namen, ich meine, das schreiben wir ja selber, den Namen können wir machen, wie wir wollen. Und dann geht er los, hier hört er auf. Wir versuchen mal, das Try, das ist so ein Statement vom XML, vom JavaScript. Da wird dieses Statement hier drin ausgeführt. Und wenn es ein Error erzeugt, dann wird der hier aufgefangen, der Fehler mit diesem Catch, das schreibt man auch einfach so hin, wird der aufgefangen und dann geht es hier weiter im Ablauf. Also was wir hier hingeschrieben haben, wir sagen New ActiveX Object, das ist jetzt für den Microsoft Internet Explorer, ältere Version. Er soll mal so eins machen, so ein XML HTTP-Request erzeugen. New heißt, legt man das Objekt an, macht das Objekt, legt die Datenstruktur an im Wesentlichen. Und falls da was Anständiges zurückkommt, ein Zeiger, dann wird er hier zurückgegeben und sonst wird der Fehler hier gefangen. Wenn der Fehler hier gefangen wird, weil es die falsche Nummer, falsche Version vom Browser war, versuchen wir es nochmal für eine andere Browserversion. Fangen hier den Fehler wieder, dann haben wir offensichtlich keinen Internet Explorer, sondern dann machen wir hier New XML HTTP Request. So macht es Netscape und Firefox und Safari und seine Freunde. Und dann erhalten wir den hier. Wenn auch das fehlschlägt und die Funktion nicht mit dem Return hier aufhört, dann müssen wir eben sagen, ja, es gibt keine XML-HTTP-Request, das JavaScriptchen läuft nicht auf deiner Maschine, besorgt dir einen neueren Browser oder sonst was. Die Kurzversion ist XML-HTTP-Request not supported. Und damit mit Null zurückgekehrt. Mit Null zurückkehren ist wichtig. Hier kehren wir mit einem gültigen Pointer zurück, hier kehren wir mit Null zurück. Wenn das daneben geht, dieses Ding hier, dann können wir erkennen, dass es nicht geklappt hat und das JavaScript da beenden. Die Fehlerabfrage habe ich aber hier nicht drin, nicht eingebaut, weil ich es hier kompakter schreiben wollte. Vielleicht sollte man hier noch anmerken, jetzt müssten wir aber eigentlich noch den Fehler testen. Also, Variable XHRequest oder REC, XML, HTTP Request natürlich, mach mal den hier aufrufen. Wir gehen davon aus, wenn wir hier zurückkommen, dann haben wir da einen gültigen Pointer auf so eine Datenstruktur, XML, HTTP Request. Und dieser Datenstruktur sagen wir mal, so jetzt, nachdem wir den angelegt haben, jetzt ist aber nur Platz geschaffen im Speicher, die Variable sozusagen initialisiert, die Datenstruktur da, jetzt sagen wir, jetzt benutzen wir diese Funktion open, jetzt wird er mal vorbereitet, dieser XML-HTTP-Request. Es soll ein GET-Request werden und diese Parameter sollen mitgeschickt werden. In unserem Beispiel wollen wir auf dem Server eine PHP-Routine aufrufen lassen mit den beiden Parametern num1 gleich 10 und num2 gleich 20. Diese Notation hier mit dem Fragezeichen und dem Und, die können Sie übrigens bei dem Webstore Ihrer Wahl, Amazon, eBay oder sonst wo auch besichtigen. Da steht ja oben so eine OL drin. Ach, machen wir es doch gerade mal. Da. Und gehen wir mal zu hier oben dieser Kleinkram, der hier drin steht, da stehen so Parameter drin für den Aufruf. Ne?
jetzt dann nicht mehr. Ach, jetzt habe ich, das hätte ich nicht machen sollen. Meinetwegen hier noch rein. Oder hier. Irgendwelche Schuhe. Auch okay. Dann stehen hier oben wieder so Parameter drin. Ne? Und genauso ist es hier. Das hier ist nämlich wieder der hintere Teil von der URL. Der vordere Teil, der wird noch ergänzt während dem Open vom Browser. Das ist nämlich die der Hostname von dem Webserver, von dem das hierher kommt, dieses JavaScript, das HTML. Also hier wird eine komplette URL in diesem XML-HTTP-Request abgelegt. Und hier hinten das True, das ist noch, dass wir asynchron schicken wollen. Wenn dieses Feld auf False steht, dann wird synchron geschickt und sonst asynchron geschickt. Asynchron ist ja das eigentlich, was wir wollen. Und jetzt müssen wir noch eine Sache machen, bevor wir hier unten abschicken können. Jetzt müssen wir noch einen Benachrichtigungsmechanismus installieren, weil wir ja asynchron schicken. Also weil der Request losgeht, abgeschickt wird. Und wenn ich genau wissen, wie wir weiterarbeiten wollen, wenn wir also das hier unten sagen, ne, xhrequest.send, null, keine weiteren Parameter, soll das Ding einfach abschicken, dann wird das ja asynchron abgeschickt und wir machen mit unserem Programm hier, mit unserem JavaScriptchen weiter. Wir erfahren also zunächst mal überhaupt nicht, wenn die Antwort zurückkommt, wann die Antwort zurückkommt. Wir wollen aber eine Nachricht haben, dass die Antwort zurückgekommen ist. Und deshalb müssen wir hier was installieren, wie der eigenen Code, eine Funktion, eine JavaScript-Funktion, die, wenn was kommt, das entgegennimmt und versorgt, anzeigt oder sonst was, was eben damit zu machen ist. Zum Beispiel, wenn hier da so Tiles, Kacheln von der Landkarte nachgeholt werden, Google Maps, dann sollen die ja an der richtigen Stelle da angezeigt werden, statt Karo-Papier im Hintergrund, wie wir heute Morgen gesehen haben. Also wir beschreiben dieses Feld on ready state change. Da steht ein Zeiger auf eine Funktion drin, die aufgerufen werden soll, wenn der asynchrone Request zurückkehrt, wenn die Response kommt. Also, da tragen wir eine Funktion ein, und zwar soll die Funktion testen, wenn sich also der ready state von unserem XML-HTTP-Request mal ändert. Dann wollen wir mal nachgucken, welche Änderung das war. Falls die Änderung ungleich 4 ist, wenn also der Ready-State, der sich ja geändert hat, ne, on Ready-State-Change, wenn sich der Ready-State geändert hat und ungleich 4 ist, dann interessiert es uns nicht. Dann soll das Ding weitermachen. Wenn es gleich 4 ist, 4 steht für Aufgabe erledigt, Resultate da, dann, also andernfalls, ne, dann legen wir hier diese Variable ServerResponse an und stecken den Response-Text, der kommt hierher, ne, ist auch ein Feld, da hinein, in dieses ServerResponse, und dann machen wir hier noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel anzeigen. Wir können also hier unten das Ding abschicken und dann vergessen wir das Ding. Irgendwann kommt es zurück, wir müssen nicht testen, ob es zurückkommt, sondern wir werden aufgerufen, falls sich was ändert. Und wenn sich es richtig ändert, wenn das Ergebnis vorliegt, dann rufen wir, ja, dann machen wir hier, dann holen wir uns den Response-Text. Response-Text sind die, das kann HTTP sein, das kann aber auch ein Bild sein oder sonst was. Dann holen wir uns den und deponieren. Hier in unserem Fall ist es natürlich die Zahl 30, denn wir wollen ja 10 und 20 addieren. Und zeigen das hier, wo Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen steht, auf der Webseite an. Stecken also irgendwo diesen String, der da zurückgekommen ist, hinein. Auf der Serverseite muss es noch dieses PHP geben, das die beiden Parameter, die da mitgegeben wird, zusammen addieren. Ich gebe zu, das ist jetzt noch nicht die besonders tiefsinnige Aufgabe hier, 10 und 20 zu addieren oder überhaupt zwei Zahlen zu addieren, aber wir machen das um des Beispiels willen.
Fragen hierzu? Ich antizipiere mal eine Frage, die jetzt etwas aus dem nicht so direkt da dran ist. Manche von Ihnen überlegen sich jetzt vielleicht, erst hat er uns C erzählt die letzten Wochen, jetzt erzählt er uns dieses JavaScript, kann er nicht mal bei einer Programmiersprache bleiben? Und die Antwort ist nein, kann er nicht wirklich. Ich habe ganz am Anfang mal gesagt, wir wollen erstens das Programmieren lernen und nicht eine spezielle Sprache. Und hier programmieren wir auch, denn eigentlich geht es ums Programmieren und die Programmiersprachen sind alles nur Dialekte. Gucken Sie sich sowas hier an. Ja, da gibt es einen kleinen Unterschied zum C, aber im Wesentlichen ist das noch C-artiges Zeug hier. Also eigentlich reden wir hier nicht über neue Sprachen, sondern über Dialekte. Und zweitens, wenn man heutzutage Software-Systeme macht, dann produziert man immer Kombinationen aus verschiedenen Verarbeitungselementen. Nun, auf dem einen Computer müssen wir halt was in C programmieren und die Resultate kommen auf den Webserver und vom Webserver holen wir es uns ab mit einer JavaScript-Applikation zum Beispiel. Oder wenn wir unsere mobilen Devices anschauen, dann müssen wir Objective-C programmieren. Das ist so wieder so eine Kreuzung zwischen JavaScript und C. Oder eigentlich ist JavaScript eine Kreuzung aus Objective-C und C. Also diese Sprachen, die hängen alle ein bisschen zusammen, genauso wie unsere Probleme zusammenhängen. Da gibt es eben Teile, die wir über so einen Webmechanismus erledigen müssen. Da gibt es Teile, die wir auf einem mobilen Gerät erledigen müssen. Und wenn wir es auf einem mobilen Gerät programmieren, dann gibt es auf den Androids das Java, das normale Java, und auf den iOS-Devices gibt es das JavaScript. Und auf dem Server programmieren wir in C, weil wir es mit mehr Performance haben wollen und. Also jede Anwendung, jeder Teil der Anwendung hat eine Programmiersprache, die man dann eben verwenden muss, weil es da eben so ist. Und wir können es uns nicht aussuchen. Und insgesamt brauchen wir ein Software-System aus verschiedenen Komponenten. Ich meine, heutzutage ist es eben langweilig geworden, dass das C-Programm irgendwas in der Datei auf der Festplatte schreibt und da bleibt es dann liegen. Und Sie müssen gucken, wie Sie es anschauen. Heutzutage ist das Software-System, das das mobile Gerät Daten einsammelt. Die werden verwendet, um auf einem Host-Rechner zum Beispiel eine Simulation zu machen. Und das Resultat soll übers Web abholbar sein. Und schon haben Sie diese drei Komponenten in den drei unterschiedlichen Sprachen zusammen. Also Mashups, das ist ja das, was heutzutage so interessant ist, wenn man sich um Datenverarbeitung heute kümmert. Diese Mashups bedeuten eben auch, dass das System, was man da macht, heterogen wird. Also aus verschiedenen Komponenten besteht. Ich habe vor einer Woche oder so ähnlich gelesen, dass die wirklichen Systeme, Datenverarbeitungssysteme, die, von denen man heute glaubt, dass sie mehr Wert haben und der nächste ja immer das Level ist, was man heutzutage braucht, um einen erfolgreichen Dienst, um ein erfolgreiches Programm zu produzieren, das fasst eben immer mehrere Devices zusammen. Es schwebt eine Ebene über dem Einzelgerät. Ein Einzelgerät ist eben sowas. Und ein Einzelgerät ist ein Webserver und ein Einzelgerät ist ein Webbrowser. Und wenn viele Webserver, mobile Geräte zusammengefasst werden, dann kommt man zu wertvollen Systemen, die heute auch erwartet werden. Wertvoll in Anführungszeichen natürlich. Und deshalb ist es nur sinnvoll, wenn wir jetzt hier um dieses Paradigma Respon Antworten des Programmieren, reaktives Programmieren diskutieren wollen, dass wir da eben JavaScript nehmen und dass wir vorher C diskutiert haben, um überhaupt mal ein bisschen programmieren zu können und warum wir Objective-C dann in ein paar Wochen machen, um diese mobilen Devices
programmieren zu können. Und alles sind, ja, man sagt, es sind Sprachen, aber es sind eigentlich Dialekte von der Fähigkeit zu programmieren. Ich habe jetzt noch eine Seite zum Thema XML, zu dem X in Ajax. Da steht ja Asynchronous JavaScript and XML. Ich habe schon über Markup gesprochen, heute Vormittag. Dass wir einen Text attributieren, das ist die Überschrift. Das ist die Überschrift vom Niveau drunter, das ist eine Kapitelüberschrift, eine Absatzüberschrift, das ist ein Absatz, das ist ein Zitat, das ist eine Bildunterschrift und so weiter. Das ist der Markup. Wir trennen Struktur und Inhalt. Jede Seite, all das, was wir anzeigen im Browser, das hat jetzt so eine logische Struktur. Und eine logische Struktur, die kann man einerseits in HTTP ausdrücken, etwas besser kann man sie eigentlich in sowas ausdrücken, dem XML. Das XML ist, wenn Sie so wollen, jetzt machen wir das HTML mal ordentlich flexibel und was der Berners-Lee gemacht hat, ist eigentlich viel zu einfach. Und kompliziert ist ja auch manchmal schön. Naja, es gibt natürlich auch gute Gründe und das XML ist eben flexibel. Das ist eine Syntax des XML, um Markup spezifizieren zu können. Sowas wie diese DTDs vom SGML, über die ich heute früh gesprochen habe. Die Semantik, also die Bedeutung dessen, wie die Felder zu interpretieren sind, die da entstehen, das steht in solchen XML Style Sheets, XSL, oder auch in den Cascading Style Sheets drin. Das führt uns jetzt zu so einer Baumstruktur. Die Baumstruktur, die brauchen wir, damit der Computer eine vernünftige, logische Repräsentation von einem Dokument in Datenstrukturen haben kann. Das ist ähnlich, wie wir uns das denken bei einem Buch. Ja? Das Buch, das hat, wie war das hier? Ach, nein, nicht, das will ich nicht. Das Buch hat eine logische Struktur, die hier unten aus Kapiteln besteht und dann wieder aus Unterkapiteln besteht. Hier kann ich zwischen den Kapiteln hin und her springen. Diese logische Struktur von dem Buchvorlesung hier, diese logische Struktur von dem Buchvorlesung kann man als Baum darstellen. HTML-Dokumente kann man auch so als Baum darstellen. Ich habe jetzt hier mal eine Tabelle als Baum dargestellt. Es geht also los mit dem HTML-Element für Tabelle und hier unten ist die Tabelle zu Ende. So eine Tabelle besteht aus einem Table-Header und dem Table-Body. Der Table-Header, wo ist die Kreide? Ja, weiße Kreide ist neuerdings knapp. Table Header sind diese Überschriften. Und der Table Body ist das hier unten drin, die vielen Zeilen. Table Head, eine Row, zum Beispiel Vorname und Nachname. TH und hier ist TH zu Ende und so, jetzt ist die Table Row zu Ende vom Head. Jetzt kommt noch eine Table Row vom Body, da haben wir hier den Donald und den Duck für den Vornamen und den Hauptnamen. Wir haben hier nur eine Zeile. Ich kann natürlich hier noch eine zweite Zeile einführen, Dagobert Duck, Daisy Duck und was es alles so hat. Ups, das ist jetzt im YouTube, hoffentlich muss ich jetzt nicht irgendwelche Gebühren bezahlen dafür, dass ich diesen Namen benutzt habe an Disney oder sowas. Und hier ist der Table Body mit den vielen Zeilen. Vielleicht sollte ich
normale Namen nehmen, Fritzchen und sowas. Ist jetzt hier zu Ende, die Tabelle ist zu Ende. Die Baumrepräsentation. Ich schreibe mal hier noch den Dagobert rein, welcher ist das hier? Der Donald ist das, ne? Und so weiter. Das ist die visuelle Repräsentation, die wir sehen. Das ist die Beschreibung, die übertragen wird. Das ist der Baum, der im Browser produziert wird, die Datenstruktur, um die Daten zu halten. Also die Daten kommen in der Form, werden im Browser in das hier transformiert und dann entscheidet der Browser, wie er es anzeigt. Er will die Tabelle so anzeigen. Er könnte es vielleicht auch irgendwie anders anzeigen, die Tabelle. Wenn er, ja, ein anderer Browser kann es auch anders anzeigen, wenn er das gerne möchte. Ja, das ist der Markup hier. Das ist die Datenstruktur, die rauskommt. Und das ist genau die hier. Da muss ich wieder zurückgehen. Die hier liegt da. Da liegt das Dokument drin. In dieser Tabellenstruktur, in dieser Baumstruktur. Und das wird dann angezeigt, gerendert von Ihrem Browser. XML ist also das Transferformat, Transferformat für den Inhalt. Der Inhalt kommt in diesen Baum rein. Das hier sind die Knoten des Baumes, die da. Wir können über dieses Objekt Document auf diese Knoten hier zugreifen und die modifizieren. Das JavaScript kann hier drin über das Objekt Document die Knoten ändern, einfügen, neue Knoten einfügen, Knoten löschen, den Text da drin oder die Zahlen da drin ändern. Und der Browser, der rendert die ganze Zeit, was in diesem Baum drin steht, auf dem Bildschirm. Und jedes Mal, wenn das JavaScript da drin rummanipuliert, asynchron, wenn das nächste Mal der Renderer vorbeikommt, wird der Inhalt angezeigt. Jetzt muss ich das mal hier beiseite legen. Das müsste aus dem Video rausgeschnitten werden, tut mir leid. Aber damit will ich Sie echt jetzt hier in die Ohren wegpusten. So, jetzt machen wir weiter. Pardon. Das zum Thema X in Ajax. Böse Zungen behaupten übrigens, dass X im Ajax ist drin, weil ein Name mit dem X drin einfach cooler ist als ohne. Aber naja, ein bisschen Berechtigung gibt es hier dafür. Es braucht eigentlich nicht XML zu sein. Man kann auch anständig Ajax Applikationen programmieren, ohne XML zu verwenden. Nur den XML-HTTP-Request, den braucht man halt. Jetzt bin ich mit dem Kapitel Sequenzialisieren zu Ende. Das ist natürlich wieder der Augenblick, wo ich fragen kann, ob Sie Fragen haben, nachdem ja leider keiner hier unsere schöne App benutzt mit dem Stoppschild und so, so gemein. Andererseits geht es jetzt auch gerade gar nicht. Wie bitte? Hallo? Ach so. So ein Mist. Keine Verbindung zum Internet? Wie konnte das passieren? Mist, wertlos. Muss ich mich nochmal drum kümmern. Vielleicht muss ich doch ein Telefon nehmen, das hat immer Verbindung. Ja, in dem nächsten Kapitel, da möchte ich jetzt Ihnen ein paar Standard-Datenstrukturen und Standard-Vorgehensweisen zum Probleme lösen präsentieren. Hier geht es mir darum,
Ja, ich habe hier so ein paar Symbole da drauf gepackt. Wir werden uns mal ein bisschen Sortieren anschauen. Manche von Ihnen haben Sortieren auch schon mal in der Schule im Informatikunterricht genossen. Vielleicht, wer hat? Mhm. 1, 2, okay. 3, wird ja doch noch mehr. Ich möchte mich um Listen kümmern. Wer hat schon mal Listen in der Schule gemacht? Bäume? Speicherverwaltung? Ich habe noch mehr zu bieten. Objekte und Patterns ganz am Ende. Was wir auch machen werden, wozu das hier dient, ist Rekursion. Rekursion ist etwas, was ich in der Anfängervorlesung vorgesetzt bekommen habe, damals, als ich Student war. Und weil ich schon programmieren konnte und munter mit Schleifen programmiert habe, habe ich mir gedacht, der Professor da vorne, der F.L. Bauer, berühmter deutscher Informatiker oder sehr bekannter deutscher Informatiker, Informatiker werden ja selten berühmt, der F.L. Bauer hat das vorgetragen als die vernünftige Art zu programmieren, das rekursive Programmieren. Und ich habe mir da gedacht, boah, das kann ich doch auch alles mit einer schönen Schleife programmieren. Lass den mal reden. Ein paar Jahre später habe ich begriffen, dass er recht hatte. Rekursion ist echt gut. Das erzähle ich Ihnen jetzt, diese Geschichte aus meinem Leben, damit Sie, um Sie zu bitten, entspannt zuzuhören, wenn ich über Rekursion spreche und vor allen Dingen mit einem offenen Verstand zuzuhören. Manche Probleme lassen sich rekursiv echt super lösen. Das Berechnen der Fakultät gehört eigentlich nicht dazu. Die Türme von Hanoi, die ich hier vorführen werde, das gehört dazu. Wenn man das rekursiv programmiert, steht es einfach da. Wenn Sie das iterativ programmieren, dann wünsche ich viel Vergnügen. Ich habe es jedenfalls nicht vor. Mir reicht es, dass ich das rekursiv total elegant hinschreiben kann. Und das werden wir uns angucken. Wir werden uns hier Speicherverwaltung ein bisschen anschauen. Diese Struktur nennt man Stack. Wir werden auch Warteschlangen angucken und wir werden Heap noch angucken. Aber als allererstes wollen wir ein bisschen sortieren. Das Sortieren, das ist ein klassisches Verfahren der Informatik. Ich habe EDV hingeschrieben. Früher in der Anfangszeit, der Jugendzeit der Informatik, da haben die Rechner ganz viel Zeit mit Sortieren verbracht. Und die Firma IBM zum Beispiel, die kommt ja aus diesem Geschäft der Lochkartenverarbeitung, Volkszählung und so weiter, Artikel, Datenbanken auf Lochkarten, und die müssen ständig sortiert werden, aus allerlei Gründen. Aber auch später wurde immer noch sortiert auf Bändern und so weiter. Und da ging es darum, das möglichst effizient zu machen, weil die Rechner eben so viel sortieren mussten. Heutzutage müssen die immer noch sortieren, wenn Sie eBay angucken, ne? Und dann zeigt Ihnen das irgendwelche Artikel. Da haben Sie da oben so ein kleines Menü, da können Sie sagen, Sie wollen nach Preis sortieren oder wann die Auktionen zu Ende sind oder nach Beliebtheit, da gibt es so 7, 8 Kriterien. Und wenn Sie da so locker relaxed mal eins davon auswählen, dann muss irgendwo auch eine Liste sortiert werden. Das geht heutzutage unter anderem, weil die Pioniere der Informatik da ordentlich gearbeitet haben, geht das auch recht flink. Aber ich möchte hier Ihnen das ein bisschen nochmal vorführen und Ihnen auch ein Gefühl dafür geben, worauf man achten muss bei so einem Algorithmus. Wenn man es nämlich falsch macht, dauert Sortieren furchtbar lang. Und wenn man es richtig macht, geht es flink. Und das wollen wir hier ein bisschen betrachten. Es ist einerseits so eine algorithmische Fingerübung, zum Üben gut und praktisch. Und man kann ein bisschen Programmieren auch noch dabei nebenher lernen. Uns geht es aber auch darum, dass wir erstmal einen Algorithmus, den wir da haben, kurz abschätzen, wie viel Arbeit hat man eigentlich? Wie viel Arbeit hat man abhängig vom Datenvolumen? Wenn wir 1000 Datensätze sortieren, dann ist das schnell erledigt. Aber und wenn wir 10 Millionen Datensätze sortieren wollen, dann ist es vielleicht auch schnell erledigt. Aber wenn wir ein dummes Verfahren verwenden, dauert es vielleicht ganz lang.
diese Abschätzung, die werden wir uns ein bisschen angucken müssen. Ich habe hier mal die Problemstellung. Wir haben also hier links in dieser grauen Wolke ungeordnete Mengen von Elementen. Hier haben wir so Elemente, die sollen wir, diese Structures hier, diese Sätze, die sollen wir sortieren nach dem ersten gelb markierten Element. Das Gelbe sei das Ordnungskriterium. Zum Beispiel das Datum von Auktionen oder der Preis von Artikeln. Das Billigste zuerst oder die bald endende Auktion zuerst. Also wir wollen das in der Reihenfolge überführen, die liegen hier wild rum und am Ende soll das hier zum Beispiel aufsteigend sortiert sein und wie die Benutzer sind, stellen die fest, auch aufsteigend wollte ich gar nicht, wollte ich absteigend haben. Also Klick und dann müssen wir wieder umsortieren. Schnell. Oder hier, wir wollen die ganzen Elemente sortieren, Worte oder sowas, die ganzen Datenelemente in eine Reihenfolge bringen. Hier zum Beispiel eine lexikalische Reihenfolge. Also das A vor dem B, dann kommt das F, K, R, W, Z. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist das zwei mit demselben Buchstaben anfangen. Da müsste dann der zweite Buchstabe dann weiter unterteilen. Also eine lexikalische Ordnung der Elemente erzielen, das wollen wir hier. Und das Erste, was einem, wenn man jetzt da vor diesem Problem sitzt, formulieren wir es so, das Erste, was den Menschen so eingefallen ist, den ersten Informatikern eingefallen ist, ist dieses Sortieren durch Einfügen. Wir haben also eine Items, ich gehe mal davon aus, wir haben eine Datenstruktur Item gebildet. Wir vereinbaren hier diese Datenstruktur Item, die nennen wir Menge und es soll ein Array sein mit n Elementen. N 10.000, 100.000 oder sonst was. Und jetzt überlegen wir uns, weil wir Informatiker sind, designen wir immer Algorithmen, so dass wir uns überlegen, ein Teil von diesem Array sei also schon sortiert, links und rechts, der ist noch nicht sortiert. Hier. Der grüne Teil ist schon sortiert und gelb und lila oder wie auch immer Sie diese Farbe nennen möchten, Purple, ach ich weiß es nicht, gelb und das hier, das lilane, das ist noch nicht sortiert. Weil wir hier hinten eine Menge Unsortierte haben, schneiden wir mal ein Element ab. Jetzt ist das hier kleiner geworden. Und sortieren das hier ein in den vorderen Teil. Sortieren machen wir, indem wir das gelbe Element hier vorne hin schaffen, in so einen Spezialplatz. Und es ist auch ganz raffiniert, dass wir das da vorne hin schaffen, sonst klappt das Verfahren nicht, das werden wir dann auch sehen. Und dann fangen wir an zu vergleichen, passt das Gelbe, ist das größer oder kleiner als das letzte von den Grünen hier. Das ist ja hier sortiert, das heißt wir können hier von rechts nach links durchgehen. Wenn das hier, wenn das Gelbe größer ist als das Grüne, kommt es wieder da rein, sonst verschieben wir das Grüne, dann haben wir hier einen freien Platz und gucken wir, ob das Gelbe größer ist als das hier oder nicht. Eventuell verschieben wir wieder, verschieben wir wieder, verschieben wir wieder, irgendwann dann vergleichen wir das Gelbe mit sich selbst und stellen fest, dann ist ja hier ein grauer Platz, stellen fest, das Gelbe ist gleich dem, also können wir es auch einsortieren und dann sind wir fertig mit dem Teil. Jetzt ist die Aufgabe etwas leichter geworden, weil das sortierte Teil größer geworden ist und der unsortierte Teil kleiner geworden ist. Aber wie geht's los? Haben wir denn am Anfang überhaupt einen sortierten Teil? Doch. Wenn wir den sortierten Teil nur ein Element breit annehmen, ein Element ist sortiert. Haben wir ein kleines Array, ein Element nur, das sortiert ist. Und dann können wir das Gelbe nehmen und das Gelbe mit diesem einen grünen sortierten vergleichen und dann haben wir schon zwei sortierte. Schon größer geworden, der Rest ist nur noch ein minus zwei Elemente groß. Und dann wieder nehmen, nach vorne kopieren, gucken, wo das da rein muss. Dahin oder dahin. Und dann haben wir schon drei.
So ein klassischer iterativer Ansatz, den wir irgendwie auch von der vollständigen Induktion in der Schule schon kennen, den Schritt von n auf n plus 1 beweisen und dann noch für n gleich 0 den Fall nachweisen, Induktionsbeginn, Induktionsannahme, ne? Und schon haben wir das Problem erledigt. Und so machen wir das hier auch. Geschrieben als Programm, sortieren durch direktes Einfügen. Wir bekommen einen Zeiger auf solche Items, auf so ein Array mit Items, das nenne ich jetzt mal A, damit es hier kompakt geschrieben wird, und wir bekommen einen Integer, wie viele Elemente liegen denn in dem Array drin. Wie viele Elemente sind zu sortieren. Wir brauchen hier ein Item-Kandidat und wir brauchen hier zwei Indizes, Kandidatenposition, Testposition. Wir fangen an bei Kandidatenposition gleich 2. Das Element gleich 1, das ist das schon sortierte Feld. Ein Element ist immer sortiert. Solange Kandidatenposition kleiner gleich n ist, jedes Mal, wenn wir hier durchgelaufen sind, 1 raufzählen. Wir weisen das hier, also das Element an der Stelle 2, Array an der Stelle 2, das weisen wir hier in Kant zu, Kandidat. Und außerdem stecken wir das Kandidat noch ganz links hier rein, dahin, damit wir, wenn wir hier runterlaufen und vergleichen, irgendwann mal auch aufhören. Ohne das klappt es nicht. Übrigens, das Array-Element an der Stelle 0, das muss natürlich frei sein, so wie wir das hier programmiert haben. Die Elemente stehen also drin von 1 bis n in dem Array. Jetzt setzen wir Testposition auf Kandidatenposition minus 1. Beim ersten Mal, wenn wir bei 2 anfangen, ist also Testposition gleich 1. Solange A an der Stelle Testposition größer ist als der Kandidat, machen wir diesen Verschiebeschritt. Da, so hier. Den da. Und zählen das Testpos 1 runter. Immer 1 kleiner. Irgendwann ist das Testpos übrigens mal auf 0. Dann vergleichen wir den Kandidaten mit A an der Stelle 0. Das ist dasselbe, dafür haben wir hier vorne gesorgt. Und dann können wir hier A an der Stelle Testposition plus 1, wenn es 0 ist, Kandidat zuweisen, haben unseren Job erledigt. Dann war es das kleinste in dem bereits sortierten grünen Bereich. Und wenn wir vorher schon aufhören, wenn es also am Platz 5 schon reinpasst, dann merken wir das hier und machen das hier. Platz 6 wird dann mit dem Kandidaten belegt. Das da, ne? Da. Also in jedem Schritt stellen wir ein bisschen mehr Ordnung her. Wir fangen an mit einem sortierten Array mit einem Element und dann wird es 2 groß, 3 groß, 4 groß, 5 groß, bis zu n Elemente groß. Der sortierte Bereich. Das hört auf, terminiert, 1000-mal untersucht, klappt. Und Generationen von Studenten vor Ihnen haben das auch schon angeguckt. Beachten Sie den klassischen Informatiker-Ansatz. Problem reduzieren auf was, was einfacher ist, was wir schon können. Oder was einfach hinzuschreiben ist. Das Verfahren funktioniert. Das Verfahren hat allerdings ein paar kleine Macken. Erstens müssen wir jedes Element, hier, das da, das müssen wir anfassen, hier vorne hinschreiben, beziehungsweise ins Kandidat noch reinschreiben. Die Variable Kandidat könnten wir uns noch sparen. Und dann müssen wir hier vergleichen. Im Mittel müssen wir n halbe Mal vergleichen pro Element. Und wir müssen noch transportieren. Und das müssen wir n mal machen. Wir haben also n mal n halbe Operationen mindestens. Plus ein bisschen Kleinzeug. Vielleicht noch mal, kommt noch mal n dazu. Aber dieses n mal n halbe, n Quadrat halbe, das ist ausgesprochen lästig. N Quadrat halbe bedeutet nämlich, wenn wir 1000 Elemente sortieren, müssen wir 1.000.000 Zuweisungsoperationen hier durchführen, beziehungsweise Vergleichsoperationen, die sind gleich teuer. Und wenn wir 1.000.000 Elemente, 10 hoch 6 Elemente, untersuchen, müssen wir 10 hoch 12 halbe Operationen durchführen.
da können Sie sich jetzt vorstellen, dass es vielleicht doch ein bisschen zu lang braucht schon. Also bei großen Zahlen ist dieses Sortieren durch direktes Einfügen ein bisschen viel. Geht es besser? Mal gucken. Ich habe noch was weiteres, was einem einfällt. Das Problem hier, das war, dass wir in jedem Schritt nicht allzu viel erledigen. Wir verschieben hier immer, gucken, ob wir es einfügen können und so weiter. Das machen wir in jedem Schritt, das machen wir ein bisschen. Ja, wir machen pro Schleifendurchlauf eigentlich ein bisschen wenig. Jetzt fragen wir uns, können wir pro Schleifendurchlauf irgendwie ein bisschen mehr hinkriegen? Und das kann man tatsächlich. Wir können pro Schleifendurchlauf mehr Ordnung herstellen. Und die Idee dafür ist dieser Bubble Sort. Wir haben wieder einen sortierten und einen unsortierten Teil. Und was wir jetzt unsortieren, ich meine, der sortierte Teil interessiert nicht mehr. Im unsortierten Teil, das hier sind also alle die hier drin, die hier sind schon prima sortiert, 1, 2, 3, 4 sagen wir mal, und hier hinten geht es durcheinander, 17, 42, 5, 8, 7 oder sowas ähnliches. Wir wissen, dass all die hier oben kleiner sind als die hier. Oder leichter, weil wir ja da oben und unten haben. Ne? Stellen wir uns vor, wie eine Flüssigkeit oder Blasen im Wasser. Ne? Die Blasen steigen auf, weil sie leichter sind. Oder Öl und Wasser. Ne? Deshalb heißt Bubble Sort Analogie zur aufsteigenden Blase. Und wir vergleichen jetzt immer hier, wir vergleichen die beiden, das Feld mit dem. Wenn das hier schwerer ist als das hier, drehen wir es um. Sonst lassen wir die beiden. Wenn das hier schwerer ist als das hier, umdrehen. Wenn das hier schwerer ist als das hier, umdrehen. Wir vergleichen immer die beiden und drehen um. Warum machen wir denn jeden Schritt mehr? Weil wir erstens die leichten weiter nach oben bringen und die schweren weiter nach unten bringen. Das schwerste Element sinkt hier übrigens, wenn das schwerste Element hier oben ist, ist es am Ende ganz unten, beziehungsweise das leichteste, wenn wir es von unten her machen, wenn wir von hier nach oben vorgehen, ne? Wenn das das leichteste ist, dann wird das mit dem ausgetauscht, mit dem ausgetauscht, mit dem ausgetauscht, mit dem ausgetauscht. Wenn wir einmal hier durchgegangen sind, haben wir das leichteste ganz oben und die schwereren auch schon hier ein bisschen ja, nach unten geschafft. Machen wir also in jedem Schritt etwas mehr. Diese leichte Blase steigt also dann hierhin auf. Das leichteste Teilchen geht hier, wenn wir von unten nach oben vorgehen, in einem Durchlauf ganz nach oben. Und die schwereren Teilchen sinken aber immerhin, zwar nur um eine Stelle, aber sie sinken in jedem Durchlauf. Ich habe das hier auch mal wieder aufgeschrieben. Der Bubble Sort geht also wieder los mit so einem Zeiger auf ein Array. Das ist ja jetzt schon ganz vertraut, unsere zweite Natur geworden, diese Zeigergeschichten. Zeiger auf ein Array und Integer n, wie viele wir haben. Wir brauchen so eine Zwischenvariable. Sie wissen schon, austauschen haben wir ja schon mal diskutiert. Geht bei den Informatikern nicht so. Nicht so beliebig so, ne? So wie ich das hier kann, sondern geht so, so, so. Deshalb brauchen wir hier eine Zwischenvariable. Jetzt habe ich hier noch einen Integer fertig und Kandidat. Fertig ist ein Pegelzeiger hier, wo wir schon sind, wie weit wir in unserem Array sind. Und fertig Kandidat ist so ein Index, den wir zwischendurch brauchen. Jetzt haben wir wieder zwei Schleifen. Die eine Schleife, die geht hier über das Ganze hinweg, damit wir einmal durch das Array, damit wir einmal diese Grenze zwischen fertig und, also zwischen sortiert und unsortiert, zwischen grün und lila, damit wir die einmal durchs ganze Array hindurch bewegen. Ja, denn wie immer gilt, das erste Element ist ja schon sortiert.
Also wieder von 2 aus, da ist es noch unfertig. Solange das fertig kleiner als n ist, lassen wir das laufen, hier im Schritt 1 raufzählen. Und jetzt haben wir nochmal hier drin, in dem Teil noch eine zweite Schleife, umgekehrte Reihenfolge von Kandidat von unten aus. Solange Kandidatgröße fertig ist, wird Kandidat 1 runtergezählt. Falls Kandidat A an der Stelle Kandidat minus 1 größer ist als A Kandidat, also wenn der oben schwerer ist als der unten, umdrehen. Umdrehen, dann müssen wir hier vertauschen. Man beachte, dass wir hier nicht in jedem Schritt speichern, sondern eigentlich in jedem Schritt vergleichen und manchmal vertauschen. Das spart ein bisschen. Im Verhältnis zu dem hier. Es ist leider immer noch algorithmisch aufwendig. Also hier ist der Vertauscheschritt, da hätte ich vielleicht auch einfach Swap schreiben können von Kant und Kant minus 1. Ein Swap haben wir ja schon mal gesehen vor ein paar Vorlesungsstunden. Dann wird es kompakter dastehen, aber ausgeschrieben ist auch schön. Also falls der hier schwerer ist als das hier, umdrehen. Also wir fangen unten an. Falls der hier schwerer ist als das da, umdrehen. Falls der schwerer ist als das da, umdrehen. Falls der schwerer ist als das da, umdrehen. Falls der schwerer ist als das da, umdrehen. Und Sie sehen schon, unsere weiße Blase ist dann von unten bis hier hochgebabbelt. Wir sind uns, wenn wir das gemacht haben, sicher, dass die hier unten größer sind als der. Und weil wir das vorher schon mal gemacht haben, wissen wir auch schon, dass die sortiert sind. Und jetzt kommt da beim nächsten der nächst schwerere, ja, kommt dann hier hin und so weiter. Das ist die äußere Schleife, dass das Grüne immer ein Element größer wird. Und die innere Schleife ist, dass das leichteste Element nach oben steigt. Es gibt noch eine Variante davon, der Shaker Sort. Das ist noch ganz witzig. Da macht man im ersten Durchlauf das Leichteste nach oben, im zweiten Durchlauf das Schwerste, im übrig gebliebenen nach unten, dann lässt man mal in anderen Richtung laufen, dreht also auch die Abfrage um, dann wieder im verbliebenen lila Teil das Leichteste nach oben, das Schwerste nach unten, das Leichteste nach oben. Das führt dann auch, das führt dazu, dass es ein bisschen schneller geht. Das ist noch ganz nützlich. Leider bewegt der Bubble Sort die Elemente auch nur über eine kleine Distanz, der bringt es also nicht fertig, die Elemente schon in ihr Zielgebiet zu transportieren. Der ist auch noch von der Ordnung n². Es gibt noch ein Verfahren, das ich hier eigentlich dann nicht weiter diskutieren möchte, da muss man ein bisschen länger an, das muss man ein bisschen länger anpacken. Das heißt Quick Sort, das haben Sie vielleicht in der Schule auch mal als Übung gemacht, manche auch nicht. Kann man auch im Lehrbuch nachlesen natürlich. Der Quicksort, der zerteilt das zu sortierende Feld. Und das ist noch ganz witzig, weil wir dadurch, oder ganz nützlich, weil wir dadurch so ein logarithmisches Verhalten bekommen. Der Quicksort, der ist von der Ordnung n mal Logarithmus von n. Wenn wir 1 Million Elemente zu sortieren haben, dann würde das Einfügesortieren oder der Bubble Sort so ungefähr 10 auf 12 Operationen brauchen. Naja, vielleicht durch 2, aber das ist auch egal. Und der Quick Sort, der braucht ja, den 2er Logarithmus von 1 Million. Ist 20. Der braucht also 20 mal 10 hoch 6 Operationen so ungefähr. Das sind Größenordnung 10 hoch 7 und nicht Größenordnung 10 hoch 12 Operationen. Und das ist schon deutlich schneller. Also das ist der Vorteil, wenn man den Quicksort benutzt. Der Quicksort ist nicht zuverlässig. Der schnellste Algorithmus, es gibt pathologische Fälle, da funktioniert er nicht so gut, aber im Mittel ist er eben logarithmisch. Und das ist das Schöne an dem. Da wird das Feld in der Mitte aufgeteilt oder an der richtigen Stelle aufgeteilt, da haben wir 2 solche Felder, die sortieren wir dann und sorgen dafür, dass die richtig zueinander stehen.
Und dann wird wieder die beiden, ja, die werden nicht direkt sortiert, sondern die werden wieder aufgeteilt in zwei Teile und so weiter. Daher kommt das logarithmische Verhalten. Das ist die Idee von Quicksort. Zum Thema Quicksort, den habe ich als Student in der Vorlesung davon gehört und dann habe ich ihn im Lehrbuch nachgelesen. Ein paar Wochen später, ich hatte ja schon so einen Programmierjob, da standen die in der Firma, wo ich da programmiert habe, hat auch einer Sortieralgorithmus geschrieben, um ein paar tausend Datensätze zu sortieren. Und so langsam wie die Maschinen damals waren, hat das Sortieren, dieser Sortierlauf irgendwie einen ganzen Nachmittag gebraucht. Und dann saßen die davor, 3-4 Leute, waren ganz bekümmert. Und dann habe ich so gegrinst, sortieren, ich hatte ja gerade vorher Vorlesungen gehört. Und habe dann, wie macht denn das da? Nur so und so, habe ich gesagt, das kann ich aber schneller. Und weil da gerade der Sortierlauf lief, und er lief schon 3 Stunden, und die Leute wurden allmählich nervös, dass man das den Kunden nicht so zumuten kann, hat dann der Chef gemeint, ja, wenn ich schneller könnte, dann soll ich es mal programmieren, kriege ich irgendwie 3.000 oder 5.000 Mark dafür. Weil es ja so toll wäre, wenn es schneller wäre. Und dann bin ich nach Hause, ne, Buch rausgezogen, Algorithmus eingeklopft, ich musste es immerhin noch in eine andere Programmiersprache transformieren, in dem Buch stand es in Pascal, das war das Buch von Niklaus Wirth. Und da bin ich da ein bisschen Zeit gelassen, 2-3 Tage später hin, meinen Algorithmus vorgeführt und er konnte dann dieselbe Datenmenge irgendwie eine Viertelstunde sortieren. Die waren total glücklich, haben mir das Geld gegeben und ich war auch glücklich, dass ich für weniger Arbeit ordentlich Kohle gekriegt habe. Ja, zu diesem Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass die Informatik doch eine nützliche Wissenschaft ist. Der Quicksort. Ja, also ganz trivial war es nicht. Ich habe wirklich einen Nachmittag damit verbracht. Trotzdem war ich noch mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Wo der Quicksort übrigens versagt ist, oder nicht versagt, auch nicht schnell ist, sind so pathologische Fälle, dass das, ich glaube, dass das Array gerade andersrum sortiert ist oder so ähnlich. Da funktioniert er nicht besonders gut. Aber da funktioniert dann sowas wie Bubble Sort und Shaker Sort ganz gut, wenn es gerade falsch umsortiert ist. Nun gut, als nächstes möchte ich über Listen sprechen. Wenn das Sortieren ein klassisches EDV-Verfahren ist, dass man, ich habe absichtlich EDV geschrieben, ne? Heutzutage sagt man ja IT oder sowas, absichtlich EDV geschrieben gehabt, klassisch. So ein klassisches Verfahren ist, das man heute immer noch benutzt, aber das vielleicht in seiner zentralen Bedeutung, die es früher hatte, doch etwas reduziert worden ist. Die Listen, das braucht man ständig und immer. Auch heute. Und es gibt massenweise so Bibliotheken und sowas, die einem die Listenverarbeitung abnehmen, aber wir wollen natürlich schon halbwegs wissen, was da so passiert mit den Listen. Eine Liste, das sind so verkettete Strukturen, Records. Wir haben also hier den ersten Record, das Bunte ist immer der Inhalt und da oben dran ist die Verkettung, das sind die Zeiger. Bei der Datenstruktur Wagenbeschreibung hatte ich das auch schon, habe ich gesagt, naja, die Güterwägen werden halt aneinander gehängt. Deshalb brauchen wir die Liste, da brauchen wir die Pointer. Eigentlich wollte ich aber schon Listenverarbeitung da ohne den großen Namen mal präsentieren oder damit anfangen. Nicht wirklich Verarbeitung machen, aber so die strukturelle Basis legen. Also Listen, da hat man einen Zeiger, der zeigt aufs erste Element. Und das erste Element, da stehen die Daten drin und das zeigt aufs nächste. Und da haben wir wieder Datenmaschinen, zeigt aufs nächste, Daten, zeigt aufs nächste, Daten und hier dann der Null Pointer am Ende. Ich habe dieses Erdungssymbol da hinten reingemalt, um irgendwie klarzumachen, dass die Liste da zu Ende ist. Das ist eine lineare Liste. Da stecken in jedem Element ein Zeigerchen drin.
auf den nächsten, so wie der Eisenbahnzug, eine Kette. Ich habe hier noch dann andere Datenstrukturen, da stecken in jedem Element zwei Pointer drin oder vielleicht auch viele, das nennt man Bäume, da sprechen wir noch ein bisschen drüber. Wenn wir so eine verkettete Datenstruktur haben, Sie denken sich einfach, wir haben diese Güterwagen wieder, den Zug, da haben wir also, das erste ist vielleicht sogar eine Lokomotive und dann hängen hier die Kesselwagen dran, immer so mit Pointern zusammengehängt und hinten der hat noch eine rote Laterne dran, als Markierung. Wenn wir jetzt da drin ein Element finden wollen, in so einer Liste durchsuchen wollen, dann braucht man natürlich irgendwie einen halbwegs vernünftigen Algorithmus, der das uns macht. Was wir machen müssen ist, wir müssen dieses Kopf nehmen, gucken mal in den Inhalt rein und fragen uns, ist das das, was wir suchen? Wenn nicht, dann nehmen wir diesen Zeiger, stecken ihn hier in den Suchzeiger hinein, der zeigt jetzt auf diese Datenstruktur, wir gucken mal rein. Wenn es das nicht ist, also das hier ist das, was geprüft wird, wenn es das nicht ist, was wir suchen, suchen wir im nächsten. Dann nehmen wir also diesen Zeiger, stecken ihn hier rein und gucken dann mal, ob Suchzeiger, Pfeil, hier da hinten das Feld, was wir untersuchen wollen, Name oder Geburtsdatum oder sowas, ob das das Gesuchte ist und so weiter, bis wir hier hinten einen Null haben. Da müssen wir aufhören und haben nichts gefunden. Wir hören auch auf, natürlich, wenn wir hier einen Treffer zum Beispiel beim Gelben gelandet haben, wenn wir den gelben Wagen suchen. Am Anfang, ne, wir starten mit diesem Suchzeiger, den setzen wir mal auf Null. Wir tun so, als ob wir nichts gefunden haben. Der Suchzeiger selber, das ist der Kopf der Liste. Das, was Sie mitkriegen, wenn Sie so eine Funktion schreiben. Durchsuch mir mal die Liste. Solange Suchzeiger ungleich Null ist, das kann also schon beim ersten Mal abbrechen, wenn das Kopf Null-Pointer ist, testen wir mal, falls Suchzeiger Daten das Gesuchte ist, dann, oh, hier den Doppelpunkt nehmen Sie bitte raus, dann weisen wir das Suchzeiger dem Gefunden zu und steigen aus unserer Schleife aus. Sonst Suchzeiger ergibt sich zu Suchzeiger next. Next ist dieses Feld hier. Also dann wird am Anfang kommt Kopf in den Suchzeiger, dann kommt das hier in den Suchzeiger, dann kommt das hier in den Suchzeiger. Hier innen drin wird also das gefunden. Wenn wir wirklich diese Gleichheit gefunden haben, hören wir hier auf, springen hier unten hin und Suchzeiger wird hier zugewiesen. Wenn das nicht gleich war, dann schalten wir das fort, hier else, Suchzeiger ist gleich Suchzeiger, Pfeil next, hierhin und hierhin. Sie sehen hier den Pfeil, wie ich das hier runternehme und hier reinstecke. Und wenn wir bei Null sind, hört das Ding hier auf und dann ist das gefunden, entweder auf was Gültigem hier unten oder auf Null. Das können wir iterativ hinschreiben, das könnte man übrigens auch rekursiv hinschreiben, da wird es noch ein bisschen kompakter aussehen. Listenverarbeitung macht Spaß mit Rekursion. Aber die Rekursion gucken wir uns ja erst später an. Das können Sie ja noch gar nicht. Naja. Das Durchsuchen eigentlich ganz einfach von so einer Liste. Die muss auch nicht sortiert sein. Das Problem ist natürlich, wenn wir in der Liste mit 1 Million Elementen suchen, dann brauchen wir auch immerhin 10 hoch 6 halbe Operationen, Vergleichsoperationen. Also 500.000 werden wir im Mittel schon angucken müssen von unserer Liste. Das macht nichts, wenn wir selten suchen, wenn wir eigentlich jede Millisekunde einmal suchen müssen in unseren zigtausend Einträgen, dann wird es schon ein bisschen lästig. Gucken wir uns mal an, wie wir eine neue Liste machen. Wir nehmen mal an, wir haben eine Funktion, die uns den Content besorgt.
hier so eine, hier, naja, wir haben hier oben legen wir fest, wir vereinbaren Listen, Zeiger auf Listenelemente, das ist Kopf und der Erzeiger. Und wir haben hier so eine Funktion Eingabe, die besorgt uns den Inhalt von so einer Liste. Von so einem Listenelement, Entschuldigung. Hier besorgt, hier wird der Inhalt besorgt. Das ist eine Funktion, da sage ich jetzt nichts länger, nicht mehr drüber. Wir fangen an mit Kopf, ergibt sich zu Null. Wir fangen an mit einer leeren Liste. Und hier, ach nee, Entschuldigung, ich habe was Falsches erzählt. Das hier ist nur der Content, der Datenstruktur-Content vom Typ Content, die nennen wir Eingabe. Hier wird das Element eingelesen, der Content eingelesen. Sie sehen es ja hier, habe ich es kompakt hingeschrieben. Falls da rauskommt, ein Null rauskommt, dann hören wir auf, oder eine Null rauskommt, und wenn eine 1 rauskommt, wenn der Return 1 also drinsteht, dann machen wir hier weiter in unserer Schleife. Also hier diese Funktion, die liefert 0 oder 1 zurück, und wenn 1 zurückgekommen ist, dann hat der Benutzer nochmal den Inhalt komplett eingegeben von so einem Datensatz und sonst nicht. Sonst wollen wir Schluss machen, dann hören wir auch hier auf. So, jetzt rufen wir die Funktion Element anlegen auf. Die macht typischerweise irgendwie so eine Malloc-Operation. Da können Sie auch diese Funktion, die wir da angegeben hatten, die ich vor ein paar Stunden in der Vorlesung hatte, da wo es Malloc drinsteht, das kann man dafür adaptieren, dass sie das hier macht. Also da wir legen hier Speicher an im Heap mit diesem Element anlegen und das Resultat schreiben wir den Erdzeiger. Nachdem wir das Ding haben, transportieren wir unsere Eingabe ins Datenfeld und jetzt kommt der Clou. Der Rest von der Liste, die wir hier oben schon gemacht haben, beziehungsweise die wir hier in der ersten, zweiten, dritten Iteration gemacht haben, auf den zeigt ja das Kopf. Das Kopf, das stecken wir in das Next hinein. Wir hängen also vorne an die Liste noch ein weiteres Element und den Erdzeiger, den wir hier gemacht haben, den stecken wir jetzt ins Kopf hinein. Also, ich glaube, das zeichnen wir nochmal auf, wenn ich Kreide finde. Nö. Das Kopf. Das zeigt auf den ersten Record. Hier steht der Content drin. Der hier zeigt auf den nächsten. Der hier ist der Null Pointer. Jetzt kommen wir hier rein. Jetzt sind wir in der While-Schleife. Wir machen Element lesen und besorgen uns den Inhalt. Der steht jetzt hier in dem Element drin. Da. Neuer Content. Dann rufen wir auf, Element anlegen. Der Erdzeiger, den haben wir hier. Der zeigt hier hinein. Hierhin. Jetzt steht unser Element noch nicht in der Liste drin. Den neuen Content schreiben wir jetzt hier rein. Ja, schreiben wir hier C0 und hier C0 und hier C1 rein. Jetzt haben wir hier Content 2. Das ist der hier, den packen wir hier rein. Jetzt kommt dann das, was da steht. Also das ist dieses Erdzeiger Data. Das habe ich jetzt gemacht. Das hier dahin kopieren. Jetzt kommt der Schritt. Erdzeiger.next. Wir nehmen diesen Zeiger hier, Kopf, und stecken ihn hier hinein.
Jetzt haben wir eine Liste, Erdzeiger zeigt dahin, die guckt auf das Neueste, was wir geholt haben, dann das, was wir davor geholt haben, das, was wir davor geholt haben und das Null, das Ende der Liste. Und jetzt kommt das, der trickreiche Teil. Wir überschreiben diesen Zeiger mit dem da. Jetzt zeigt das Kopf auf den Anfang. Der Erdzeiger, den können wir jetzt auch vergessen wieder. Den machen wir zwar nicht weg, aber könnten wir auch vergessen, weil wir nämlich jetzt hier weitermachen. C2. Und dann den hier unten hingucken lassen. So bauen wir die Liste von vorne her auf. Das steht da. Einfügen am Kopf der Liste. Da ist es ganz einfach und vor allen Dingen macht es uns wenig Arbeit. Ja klar, wir könnten auch durch die Liste durchackern, immer ans Ende hin und immer am Ende anhängen, aber so macht es uns am wenigsten Arbeit. Wenn wir an der richtigen Stelle einfügen wollen, dann haben wir hier wieder das Erdzeiger auf das Neue, das Grüne, was wir eingelesen haben. Dann haben wir hier einen Zeiger auf das Vorgängerelement und die Liste, die da so verknüpft ist. Wir wollen das jetzt hinter dem hier einsetzen. Dann schreiben wir Erdzeiger Pfeil Next, ergibt sich zu Vorgänger Pfeil Next, also diesen Pointer hier nehmen und da reinstecken, das rote hier. Und in den Zeiger steckt man den Erdzeiger rein, das hier. Jetzt haben wir das da reingeflickt. Im Vergleich, wenn wir ein Array hätten von diesen Strukturen, müssten wir jetzt da rumkopieren und sonst was. Das geht ganz flink. Da müssen wir bloß ein paar Byte durch den Speicher schieben und schon ist es reingesetzt. Und das ist... Das habe ich jetzt schon so hübsch gezeichnet, da kann man kaum noch was dazu sagen. Lächel. Das ist ein Teil der Liste. Wir haben diesen Vorgängerzeiger. Wir wissen, wo es reinkommen soll. Also es soll hinter dem da reinkommen. Also nehmen wir den Zeiger hier, stecken ihn da rein und nehmen den Erdzeiger und stecken ihn hier rein. Das ist jetzt frei geworden. Und jetzt haben wir die Liste hier so, dass da so reingeflickt. Kann man, wenn man will, natürlich auch hier so sich vielleicht auch nochmal ein Modell mit ein paar Fäden und ein paar Schachteln basteln zum Visualisieren. Aber eigentlich, glaube ich, steht es schon ganz gut da. Aber noch keine, es ist noch nicht die Zeit, wo wir uns richtig gut freuen können. Ich habe nämlich hier postuliert, dass wir den Zeiger auf den Vorgänger richtig da haben. Der ist aber nicht ganz trivial zu beschaffen. Wir müssen noch ein bisschen was arbeiten, damit wir den anständig kriegen. Das Einfügen nach einem Element, das habe ich ja eben gehabt, durchlaufen und sagen, da wollen wir es reinstecken, nach diesem, da ist leicht. Das machen wir eben so. So wie da. Das hier vor einem Element einfügen ist schwierig, aber genau das ist das ja, was wir eigentlich machen. Sondern wir haben die Liste aufsteigend sortiert. Wir suchen die durch und wenn wir den Datensatz mit der Nummer 42 gefunden haben, dann wissen wir, dass 41 davor gehört. Und dahinter wäre gerade schlecht. Es soll davor. Wir wollen es ja in der Richtung sortieren. Oder sortiert haben. Also müssen wir nachher einfügen. Das können wir ja. Ne? 41 nach 42 einfügen und dann, tada, tauschen. Das ist noch das Einfachste, was man machen kann. Hier haben wir den Erdzeiger, hier haben wir den Vorgänger. Wir wissen, hier steht 42 drin, hier steht 41 drin. Eigentlich sollte das 42 nach 41 kommen. Jetzt flicken wir das erstmal so ein. Weil das jetzt immer noch die falsche Reihenfolge ist, 42 nach 41 steht. Vor 41 steht. Tauschen wir einfach den Inhalt hier noch aus, indem wir hin und her kopieren.
dann haben wir die richtige Reihenfolge. Das funktioniert auch häufig, das funktioniert nur dann nicht, wenn sich irgendjemand anders den Zeiger auf den 42er irgendwie gemerkt hat, aus irgendwelchen Gründen, dann können wir es leider nicht so machen. Unser Trick hier, der ist schön, der geht auch häufig, aber es gibt Anwendungen, wo es vielleicht nicht immer geht. Es ist vielleicht ein bisschen zu sehr ein Trick. Was insbesondere gefährlich ist an diesem Trick, ist, das funktioniert, wenn Sie das Software-System neu machen und dann reden Sie mit Ihren Kollegen. Leute, hebt euch keine Zeiger auf, denn es kann sein, dass ich diesen Trick mache mit dem Austauschen. Beim Einsortieren in die Liste. Alle halten sich dran, klappt prima, bis irgendwann der Neue kommt und keiner sagt dem, dass da diese Annahme gibt, dass man sich keine Zeiger merken soll. Denkst du, ich mache mir doch einfach einen Zeiger auf den. Und das klappt auch erstmal ein paar Tage, bis wieder was Frisches eingefügt wird und das war's dann. Das ist eine typische Falle. Ne? Deshalb kann man noch so ein anderes Verfahren nehmen, was an der richtigen Stelle einfügt, immer an der richtigen Stelle einfügt, weil es nämlich sich zwei Zeiger merkt beim Suchen. Weil es noch so einen Schleppzeiger gibt. Wir untersuchen dieses Element, heben uns aber noch den alten auf. Ja, also zum Zeitpunkt T zeigt der hier hierhin und der hier hierhin. Dann wollen wir, und wenn wir feststellen, das muss vor diesem hier rein, dann haben wir immer noch hier mit dem Schleppzeiger den Zeiger auf das alte. Jetzt im nächsten, also wir stellen aber fest, es muss nicht hier rein, sondern es muss irgendwo weiter hinten rein. Dann nehmen wir diesen Zeiger hier, stecken ihn hier rein und den Zeiger und stecken ihn hier rein. Jetzt haben wir wieder diese Gabel. Jetzt untersuchen wir das, worauf der Zeigefinger zeigt, und den Mittelfinger, den heben wir uns als Schleppzeiger noch auf. Oder Zeigefinger und Mittelfinger heben wir uns als Schleppzeiger noch auf. Den untersuchen wir, den heben wir noch auf, weil wir danach einfügen wollen, eventuell. Und dann verschieben wir dieses Pärchen hier so entlang. Und wenn wir gefunden haben, hier vor muss jetzt eingefügt werden, dann haben wir noch den, hinter dem wir einfügen können. Und das ist die Technik, wie man dieses das Suchen ein bisschen aufwendiger hier, weil man zwei Zeiger verarzten muss und nicht nur einen wie hier. Ja, da müsste ich hier noch den, nein, hier, da müsste ich hier noch nicht nur gefunden haben, sondern auch den Schleppzeiger haben, der immer mit Verzögerung da ein Update kriegt, aber dann kann ich immerhin das Einfügen nachher verwenden. Also diese Techniken mit einer Liste umzugehen, ganz grundlegend, die gibt es natürlich auch in den Algorithmenbüchern, Sedgwick oder sowas anzugucken, aber man kann es natürlich auch mal selber machen. Lineare Listen sind immer dann gut geeignet, wenn Sie ein paar tausend Elemente relativ flexibel und dynamisch verwalten wollen. Wenn Sie häufig suchen müssen und die Liste unsortiert ist, dann sind lineare Listen nicht gerade das Perfekte. Formulieren wir es mal so. Dann hat man lieber solche Bäume. Wenn die Bäume denn da kann man gut, die kann man gut sortiert halten, die Bäume. Also, ach ja, das ist ein Baum, wie er draußen wächst. Naja, meine Inspiration davon, mal gezeichnet vor Jahren schon mit einem Zeichenprogramm. Also sowas wie der Photoshop oder vielleicht ist es sogar noch mit dem Mac Paint gezeichnet, weiß gar nicht mehr. Die Bäume da draußen, die wachsen von unten nach oben. Informatikerbäume wachsen von oben nach unten. Wir nennen das da oben die Wurzel und das hier unten die Blätter. Weil man es beim Zeichnen besser hinkriegt. Ne? Oben mit der Wurzel anfangen und dann nach unten auf dem Blatt runterzeichnen. Aber Sie können das Blatt zur Not ja noch umdrehen, dann ist die Wurzel doch unten. Was man an Bäumen gut machen kann, ist, also
Wenn der sortiert ist, kann man ungeheuer schnell suchen, weil man nämlich logarithmisch sucht. Wenn wir wissen, dass er auf eine gewisse Reihenfolge sortiert ist, so ein Baum, dann schauen wir die Wurzel an und dann können wir uns entscheiden, wir wollen in der linken Hälfte weitermachen oder wir wollen in der rechten Hälfte weitermachen mit Suchen. Und wenn das so ein Baum ist, dann überlegen wir uns wieder, da suchen wir jetzt in der linken Hälfte weiter oder in der rechten Hälfte weiter. Wenn der richtig sortiert ist, können wir uns in jedem Schritt überlegen, wo wir weitersuchen. Wenn hier unten 1000 Elemente sind, dann muss so ein binärer Baum 10 Stufen hoch sein. Das heißt, wir haben nach 10 Zugriffen das richtige Element gefunden, wenn er sortiert ist. Logarithmisch. Zweier Logarithmus von 1000 ist eben, von 1024 eigentlich, ist 10. Wenn wir also hier unten 1024 Elemente drin haben, können wir nach 10 Vergleichen das Richtige gefunden haben, wenn dieser binäre Baum sortiert ist. Richtig super toll ist es natürlich, wenn wir 1 Milliarde Elemente haben, dann brauchen wir 30 Operationen und wir haben das Richtige gefunden. Dann macht es irgendwie auch wirklich Freude, mit solchen Bäumen zu arbeiten. Dummerweise müssen wir jetzt in unserem Programm ein bisschen, das muss jetzt ein bisschen besser programmiert werden, damit wir mit dieser Datenstruktur Baum gut klarkommen. Aber sowas ist auch intensiv bearbeitet worden. Und da kann man in der Literatur nachschauen und da findet man die richtigen Algorithmen, um solche Bäume zu verwalten, um sie zu balancieren. Ganz schlimm ist es, da funktioniert es nicht, wenn der Baum entartet, ne? Wenn wir so einen Baum haben, na, wenn wir jetzt hier so 1 Million Elemente einfügen, dann geht das hier schon ein ganz schönes Stückchen runter, 500.000. Ne? Also das, so soll der Baum nicht wachsen. So wie in der Natur wachsen die Bäume ja auch in der Regel nicht so, sondern eher so wollen wir so einen Baum balanciert haben. Und darauf muss man achten beim Einfügen, dass der balanciert ist. Eventuell muss man den so ein bisschen massieren, damit der die richtige Struktur erhält, damit er so eine balancierte Struktur erhält. Hier oben habe ich noch so einen Baum, das ist ein Mehrwegbaum. Da haben wir hier zum Beispiel 3 Nachfolger, aber hier nur einen. Solche Mehrwegbäume, die werden auch gerne als Strukturen, auf Festplatten oder so ähnlich gebraucht. Die berühmten sind da die B-Bäume. Schauen wir nochmal hier hin. B-Trees. B-Bäume. Von Rudolf Bayer und Ed McCrate. Ich habe jetzt hier einen kurzen Teil über das Durchsuchen von Bäumen. Und hier benutze ich, habe ich hier eine Funktion teste und die ruft sich selber wieder auf. Das ist Rekursion. Bäume durchsuchen geht anständig mit Rekursion. Versuchen Sie es irgendwie iterativ zu schreiben, geht auch, klar, aber so schön kompakt steht es eben mit Rekursion da. Und die Idee ist, so ein Baum, da suchen wir zum Beispiel, das ist eine Reihenfolge, im linken Teilbaum, dann gucken wir uns den Knoten oben an, dann gucken wir uns den rechten Teilbaum an. Wenn wir im linken Teilbaum was gefunden haben, können wir schon fertig machen, können wir Feierabend machen, sonst gucken wir das an, das mittlere Element, und dann gucken wir uns den rechten Teilbaum an. Wir haben wieder so einen Divide-and-Conquer-Algorithmus. Einfaches Problem anschauen, einfaches Problem lösen, einfaches Problem anschauen. Wenn wir hier sind, diesen Baum absuchen sollen, dann denken wir uns, wir gucken mal in dem Baum hier. Wenn es da nicht gefunden worden ist, schauen wir mal, ob dieses Element das ist, was wir suchen. Sonst gucken wir in den Baum.
algorithmisch geschrieben. Wir liefern einen Knoten zurück, einen Zeiger auf den Knoten zurück, deshalb hier steht das Sternchen. Unsere Funktion heißt Teste. Wir stecken das Suchelement hier rein und hier die Wurzel von einem Baum. Das kann natürlich, wenn wir Zeiger auf die Wurzel vom Baum. Als erstes machen wir uns mal so einen Hilfszeiger wieder. Und hier teste ich übrigens, ich habe es ein bisschen in der falschen Reihenfolge erzählt. Ich teste hier das Element oben. Ich teste hier mal, ob der Zeiger, der hier reingekommen ist, ob das schon ein Null Pointer ist. Denn der leere Baum da sucht sich nicht gut. Also gucken, wenn es ein Null Pointer ist, dann geben wir Null zurück. Und sonst, jetzt kommt die Sache mit dem Aufteilen, das Help, das durchsuchen wir. In das Help schreiben wir das Ergebnis von dem Durchsuchen des linken Teilbaums. Wir rufen uns also selber wieder auf, aber mit nur noch dem linken Teilbaum. Falls Help ungleich 0 ist, sind wir fertig, da ist es im linken Teilbaum gefunden worden. Hurra! Wenn wir nicht zurückgehen, wenn wir es noch nicht gefunden haben, wenn wir noch nicht den Zeiger hiervon zurückgeben, untersuchen wir, ob das Element in der Mitte, die Wurzel, ob der Inhalt davon das ist, was gesucht wird, da oben. Wenn das das Gesuchte ist, geben wir den Zeiger auf die Mitte zurück. Dann sind wir ja fertig. Und sonst untersuchen wir den rechten Teilbaum und geben den Zeiger, der hier produziert wird, auch gleich zurück. Also, erst den linken Teilbaum absuchen, falls wir einen Treffer haben, Treffer zurückgeben, Feierabend machen. Jetzt haben wir das Problem, fast die Hälfte des Problems, an jemand anders weitergegeben. Eigentlich uns selber, aber eine neue Inkarnation weitergegeben. Dann machen wir was ganz Einfaches, nämlich gucken, ob dieser Knoten, den wir da gekriegt haben, ob der den richtigen Inhalt hat, zurückgeben oder auch nicht, wenn es den Inhalt nicht hatte. Und dann drücken wir die Arbeit wieder an jemand anders weg. Also wir arbeiten eigentlich nur ein ganz bisschen und geben sonst die Arbeit an die linke Hälfte oder in die rechte Hälfte zum Untersuchen. Das kommt dann wieder hier oben rein. Jetzt ist der Baum nur noch halb so groß oder so. Und wir testen wieder in der linken Hälfte, in der rechten Hälfte. Eventuell sind wir natürlich unten mal irgendwann angelangt bei unserem Bäumchen und die Zeiger hier unten drin, die sind alle nil. Null Pointer. Und dann können wir auch... Wenn wir nichts finden, geben wir natürlich auch null zurück, denn diese Dinger können ja auch null zurückgeben, wie Sie hier sehen. Und sonst geben wir was zurück, was wir gefunden haben. Und das ist hier super einfach formuliert. Man könnte es sogar noch ein bisschen kürzer aufschreiben. Oder lieber nicht. Lassen wir es mal so. Ja, man kann ja schon ein bisschen was machen, aber müssen wir jetzt nicht. Niemals die Programme zu schlau machen, dann kann man sie vielleicht nicht mehr debuggen. Das wissen wir ja. Das ist die Suchreihenfolge in order. Linken Teilbaum, Mitte, rechter Teilbaum. Natürlich muss der Baum so sortiert sein und dazu braucht es auch Funktionen, die den Baum so sortiert machen. Die besprechen wir jetzt hier nicht. Die andere Suchreihenfolge, das heißt nicht per Order, sondern pre-order, P-R-E, tauschen Sie bitte das E und das R aus. Ich muss nachher in dem Buch gleich auch noch die entsprechenden Änderungen machen. Ich habe heute noch was anderes gesehen, was ich flicken möchte. Pre-order heißt das hier, da gucken wir erst den Knoten an, und dann den linken Teilbaum und den rechten Teilbaum. Wir könnten auch Post-Order machen. Erst den linken, dann den rechten Teilbaum und dann den Knoten anschauen. Dann müssen wir nur hier die Reihenfolge vertauschen. Wenn wir dann für das hier unten, würden wir dieses Test hier hinschreiben, wieder mit dem Help. Und dann würden wir als letztes das hier angucken. Und hier... Da würden wir dann diese Zeile nach oben ziehen und dann erst das hier machen und dann das hier machen. Also einfach nur umsortieren. In Order, Pre- oder Post-Order.
Das ändert einfach, ja, dann müssen wir auch die Reihenfolge, die wir das eintragen, richtig machen, und die Reihenfolge, wie wir die Elemente kriegen, hat natürlich was damit zu tun, ob wir In-Order, Pre-Order oder Post-Order auswählen. Das Natürliche ist irgendwie das In-Order. Und jetzt ist die Vorlesungszeit wieder rum. Beim nächsten Mal sprechen wir über Speicherverwaltung, also nächsten Dienstag morgens um 8:45. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Heimweg oder was auch immer Sie jetzt noch machen müssen. Ciao.